einer ist unten. Agis, wo sind die anderen? Stimmt, hier muss ja noch ein anderer Knopf sein oder so, ne? Ah, Side Object. Guck mal. Hört sich an wie bei den Klonkriegern. Ja. Es gibt ordentlich Muni. Schon bei den Klonkriegern war das auch so, ja. Einer verschreckt sein Schild fallen lassen. Alter, der Angriff der Frösche. Sind wir dreimal gedrückt? Oh wow. Gotta feed my gun. Time for a subspace suppository. Jetzt aber wirklich Star Wars mäßig hier. Die Drohnen schon angreifen. Müsste gleich down sein. Komisch, ich muss meinen Raketenwerfer muss ich immer wieder einstellen, dass er sich öffnet. Okay. Der schließt sich nach jedem Schuss. Bei dir auch so? Warte mal. Nee. Oder warte mal, ich probier's mal. Guess they gave up. Wenn ich abfeuere, dann schließt er sich. Hello, Science. Dann muss ich wieder rechts klicken, damit er sich öffnet. Nö, bleib bestehen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, was sich da geändert haben. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann halt mit rechts, ne? Ja, Genau, und wenn du jetzt schießt, dann schließt er sich, oder? Ja, deiner schließt sich auch. Achso, du meinst, du schließt sich, dass du wieder einstellen kannst von 5 Schuss auf 1 oder so, ne? Genau, du kannst dann, ja. Also der schießt 5 ab und dann musst du wieder 5 einstellen. Ja, stimmt. Ah, das, ich dachte schon, ich hätte was falsch eingestellt. Nee.
So, die Nebenmission, aber haben wir dafür irgendwas bekommen oder so? Nee, ne? Ich weiß nicht, aber guck mal, hier rechts geht's auch irgendwie hoch. Aber wir sollten irgendein New Weapon kriegen von dem Deutschen da. Hm. Ich komm mal mit hoch. Ich will nur mal gucken, was hier gibt. Hm. Wahrscheinlich gar nichts. Ja. Geschlossene Tür. Okay. Nicht gut, ne? Nö. Egal. Aber wir haben geguckt. Ist ja auch schon mal gut. Ja. Es könnte ja was gewesen sein. Mhm. Davon würden wir dann sonst unseren Kindern später erzählen. Genau. Weißt du noch damals, als wir um die Häuser gezogen sind, an der Burg, und dann war die Tür zu. Aber hier finde ich irgendwie auch nicht raus. Nö. Ist hier irgendwie ein Geheimgang oder so? Nö. Ne, wir müssen ja in die Richtung irgendwie, ne? Hier ist es. Ah, okay. Stacked. Ah. Wie schnell das ist, das Game, ey. Das gibt's gar nicht. Mike meinte den Tag auch zu mir: Alter, was habt ihr denn gezockt? Das ist ein schnelles Game, ey. Ja. So. Oh, jetzt wird's bestimmt richtig nice wieder. Mhm. Oh. Ach nein, Das hört sich jetzt ja an, wie, nicht wie bei Clone Wars, sondern auf so einer Hühnerfarm oder so. Ja. Und Hühnerfarm ist genau das Richtige. Ja. Auch mies, die Tür ist noch verschlossen. Gut, 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 gut. Ich mach mal den da oben platt, der wirft ja mal mit irgendwelchen komischen Zeug. Das ist doch meiner. So. Sehr schön. Scheiß Drohnen schon wieder. Manchmal droppen die doch noch ein bisschen was. Alter, das geht aber echt ab hier. Hm.
Oh. Ah, der ist auch platt. Ja gut, der hat noch ein bisschen was gedroppt hier. Alter, geht das ab, ey. Ja, aber so finde ich es gut, das ist, wenn es auf Easy ist, dann kann man sich einfach dem, diesem Metzel widmen und muss nicht ständig sterben und respawnen. Ja, genau, finde ich auch. Das macht doch irgendwie mehr Spaß so, ne? Ja. Das ist einfach nur Splatter. Ja. Irgendwie, ne? Ja. Und das runtersprengen vielleicht? Nee. Mist. Hier sind natürlich unten. Eigentlich kommt man da oben raus, da. Okay. Aber wie weiß ich auch nicht. Vielleicht finden wir es noch. Yo, Boss, which way you wanna go? City or ruins? I don't know. Quinn! Quinn? We fucked up the volcano, and the volcano fucked up the radio. Karma's a bitch. Okay, you take the city, I'll take the ruins. What is it with you and ruins? Ja, man mit seinen Ruinen, ne? Krass, dass es jetzt bei dir läuft, ne? Also. Ja, also ich weiß auch nicht. Manchmal, die PC ist auch komisch. Aua. Ja, es kann echt sein, dass ich manchmal ein bisschen den RAM zuballere und dann muss er sich erstmal wieder erholen. Ich habe das neulich das Phänomen gehabt, dass er. Ich hatte gezockt und aufgenommen und gestreamt und dann hat er seinen. Den kompletten. Die Auslagerungsdatei komplett vollgehauen, das heißt, auf meiner Festplatte war nichts mehr. Musste ich neu starten und dann ging das wieder. Das ist auch heftig. Ja. Auch gar nicht komisch, aber ich vermute mal, das war ein Fehler von Windows oder so. Ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, wenn viel RAM da ist, der nutzt den einfach und leert den nicht zwischendurch. Das Gefühl habe ich auch. Der ballert alles rein, was er so oder der Meinung ist, das könnte er gebrauchen, ne? Ja. Oh. Ach, das sind diese Köpfe wieder. Ja, die können wir ja von Doom so ähnlich, ne?